Sachsen sind im Land als Urgemüse nur bekannt. Jedoch berühmt sind wir vor allem, weil wir mit großen Kunden gefallen, als es das auch oben war. So wie unser enges Floß bestickelt über die Grenze kommt, und man darf halbwegs den Schnabel ein bisschen aufmachen. Der heißt schon, ach, ein gemütlicher heller Sachse. Und das stimmt so. Gemütlich sind wir. Und der Hauptsache, helle. Helle wie was, mein Mann. Und kann sehr so leicht auf den Felsen laden. Und hat uns wirklich mal einer auf dem Rollmops geschoben? Na, das ist für welchen Plan wir doch, wer wir sind. Ja, mir sagten, wir sind helle, das Regen geht wohl, und wenn wir oben mal dämlich waren, da war ich bloß aus Null. Gesundheit ist das höchste Glück, der Drang ist, hat das Leben sich, zum Beispiel mein Reichleben, dem geht im Leben gar so schlecht. Aber Gnade so war alles, der kommt und duckt und nicht weg. Das arme Loser. Einmal, da fällt es hier, dann fällt es wieder da, dann sticht es vorne oder sonst. Also das ist gar nicht mehr zum Sagen. Aber seinen goldenen Humor verlieren, das hat er schnell wieder bewiesen. Da muss er sich nämlich in einer schweren Operation unterwerfen. Der Doktor, der schneidet ihn nur an der Seite auf, wie die Operation vorbei, näht er wieder zu. Wie er zugenäht hat, dann merkt er doch, dass er falsch zugenäht hat. Er trennt wieder auf, näht wieder zu, aber es ist wieder falsch zugenäht. Trennt noch einmal auf, näht zu, und wie er gerade fertig, dann merkt er doch, dass er bei dem drinnen ein Instrument hat liegen lassen. Er trennt noch einmal auf, nimmt das Instrument raus, näht zu, und gerade wie er ziemlich fertig ist, da erwacht mein Freund aus der Narkose und sagt,